Hallo zusammen, das heutige Thema ist die innere Energie. Kommen wir als erstes zur Definition. Die innere Energie ist die Gesamtenergie, die in einem System oder Körper vorhanden ist. Das Formelzeichen des U, die Einheit, wird in 1 Joule angegeben. Als Beispiel für ein System habe ich den Luftballon gewählt. Die innere Energie setzt sich zusammen aus der kinetischen Energie, der potenziellen Energie und der Bindungsenergie. Die kinetische Energie lässt sich noch unterteilen in die Energie der Translation, die Energie der Rotation und die Schwingungsenergie. Die potenzielle Energie ist die Energie, um ein Objekt auf eine gewisse Höhe anzuheben. Und die Bindungsenergie der Teilchen lässt sich noch in die intermolekulare Energie und der chemischen Energie unterteilen. Innere Energien von Gasen. Bei Gasen wird die innere Energie im Wesentlichen von den Bewegungsenergien der Teilchen bestimmt. Die innere Energie ist abhängig von der Temperatur. Bei idealen Gasen, also einatomigen Gasen, sind 3 Freiheitsgrade der Translation vorhanden. Daraus ergibt sich die Formel 3 halbe N mal K mal T. N ist die Teilchenanzahl, K die Boltzmann-Konstante und T die absolute Temperatur. Ein zweiatomiges Gas hat 3 Freiheitsgrade der Translation und 2 der Rotation. Daraus ergibt sich U gleich 5 halbe N mal K mal T. 3 und mehratomige Gase haben je 3 Freiheitsgrade der Translation und der Rotation. Demzufolge ist U gleich 6 halbe N mal K mal T. Innere Energien von Flüssigkeiten und Festkörpern ist experimentell sehr schwierig zu ermitteln, da dies eine Konstantheitsung des Volumens erfordert. Häufig wird die Entalpie als Maß für den Energieinhalt eines Systems verwendet. Bei der Änderung des Aggregatzustandes eines Stoffes muss, zum Beispiel in Form von Schmelz- oder Verdampfungswärme, zugeführt werden, ohne dass sich dabei die Temperatur ändert. Diese zugeführte Wärme erhöht die innere Energie, indem die Bindungs- und Oberflächenenergien der Teilchen kompensiert wird. Damit wird deutlich, dass 2 Körper eines Stoffes mit gleicher Temperatur unterschiedliche innere Energien haben können. Zum Beispiel hat die gleiche Menge an Wasser und Eis bei 0 Grad verschiedene innere Energien. Die innere Energie von Wasser ist höher als die vom Eis. Messen der inneren Energie Delta U. Die innere Energie ist eine Zustandsgröße und eines der thermodynamischen Potenziale. Die innere Energie selbst ist nicht messbar, da es keinen Nullpunkt gibt. Nur die Differenzen der inneren Energien können gemessen werden. Dazu muss die innere Energie für einen willkürlich wählbaren Zustand gleich 0 gesetzt werden, da alle Differenzen über diesen Bezugszustand durch der Messung der adiabatischen Arbeit bestimmt werden. Die Energie der Translation, der Rotation und der Oszillation lassen sich ändern durch die Temperatur. Die intermolekulare Energie lässt sich ändern durch die Phasen. Und die chemische Energie lässt sich ändern durch die chemische Reaktion. Allgemein lässt sich sagen, Delta U ist gleich Q plus W. Q ist die zugeführte bzw. die entzogene Wärme und W die dafür aufgebrachte Arbeit. Hier ein Versuchsexperiment. Als erstes muss die Temperatur gemessen werden, die sich in dem Behälter befindet. Diese beträgt in dem Fall 21,2 Grad. Dann wird die Spannung aufgebaut. In dem Falle sind es 0,3 Volt und I sind 5,0 Ampere. Das Ganze wird über einen Zeitraum von 300 Sekunden gemessen. Anschließend wird alles abgestellt und die Temperatur muss wieder gemessen werden, also T2. Vorher ist aber noch ganz wichtig das Umrühren für ein thermodynamisches Gleichgewicht in dem System. Die gemessene Temperatur in diesem Fall beträgt 22,5 Grad. Links habe ich nochmal die verschiedenen Einheiten und die Größen hingeschrieben und rechts wird dann gerechnet. Also als erstes bestimmt man die Kalorimeterkonstante C mit der Formel C gleich U mal I mal T durch Delta T. Delta T ist in diesem Fall 1,3 Kelvin.
Wenn man das dann alles in die Formel eingibt, kommen 727 Joule pro Kelvin raus. Das Ganze dividiert man doch durch die Masse an Wasser. Die betrug in diesem Fall 0,2 Kilogramm. Und dann kommt man auf 3635 Joule pro Kelvin mal Kilogramm. Hermer von Helmholtz hat einmal definiert, in einem abgeschlossenen System kann Energie nicht erzeugt und nicht vernichtet, sondern nur von einer Form in eine andere Form umgewandelt werden. Die Gesamtenergie des Systems bleibt dabei konstant. Das ist auch der Energieerhaltungssatz. Rechts habe ich hier nochmal ein Beispiel von einem Skateboarder. Natürlich muss man hier beachten, dass es ein reibungsfreies System ist und keine äußerlichen Einflüsse darauf einwirken. A ist gleich B und gleich C. Allgemein lässt sich dann hier auch sagen, Delta U, also des isolierten Systems, muss gleich 0 sein. In einem geschlossenen System ist Delta U des Systems plus Delta U der Umgebung gleich 0. Also eine Erhöhung der inneren Energie in einem System muss gleich eine Erniedrigung der inneren Energie um den gleichen Betrag in der Umgebung haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe einige Fragen von euch klären können.